Hallöchen und herzlich willkommen zu der vierten Folge von Spider-Man. Ich bin AC Player und wir werden hier jetzt unser Anzug austauschen, verbessern. Und wir spielen ja als Peter Parker. Octavius Industries. So, da sind wir. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Warte mal, waren wir nicht schon mal an den Sachen hier anhören? Ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Da war ja noch was. Oder doch nicht. Also, dann werden wir jetzt mal an unserem Anzug werkeln. Anzug reparieren. Sagt nicht, dass wir hier noch ein Minispiel bekommen, wo wir nähen müssen. Parker. Dr. Octavius, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja. Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Boah, ich hab gedacht, der weiß, dass wir Spider-Man sind. Lesen Sie Ihre E-Mails. Was ist mit denen? Was gibt's da zu lesen? Bestimmt nicht. Ich vermute, wir werden mit dem Octavius... Die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund Otto. Ich wollte es gerade sagen, dass ich... denke, dass wir zusammen mit dem Octavius werden wir noch für Spider-Man irgendwelche Sachen, Gadgets, Anzüge entwerfen. Weiße Spinne. Jetzt kannst du deine Marken einsetzen, um den verbesserten Anzug herzustellen. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten in der Stadt ab, um Marken zu verdienen. Halte X gedrückt, um den verbesserten Anzug herzustellen. Also ich muss den herstellen. Neuer Anzug und Anzugskraft freigeschaltet. Die Herstellung eines neuen Anzugs rüstet automatisch die neue Anzugskraft aus. Nutze das Anzugskraftmenü, um zu einer beliebigen vorherigen freigeschalteten Anzugskraft zu wechseln. Anzüge können auch mit Anzugmods verbessert werden. Hier kannst du Anzugmods freischalten und ausrüsten. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten ab, um Anzüge, Anzugskräfte und Anzugmods freizuschalten. Benutze Marken, um Anzugmods herzustellen. Anzugmods erhöhen deine Vielseitigkeit und verbessern Angriff und Verteidigung. Du kannst 3 Anzugmods gleichzeitig ausrüsten, um Bonuseffekte zu stapeln. Das müsste gehen. Ja, aber ich wollte noch darüber ein bisschen nicht nachlesen, aber ich wollte mal schauen.
Und der geht ja schon da raus. Sorry, bin spät dran. Ich komme. Siehst du das, Buddy? Hallo, New York! Neuer Anzug, altes Ich. Jetzt, Moment mal. Anzüge. Anzug. Den haben wir. Klassischer Anzug beschädigt. Klassischer Anzug repariert. Neuer Anzug. Gott, sieht das hässlich aus. Und was ist denn da? Verfügbar. Anzugskraft im Besitz. Anzugmods. Was ist das? Kampfdeck, Geräte, Angriffe generieren Fokus, verringern genommenen Nahkampfschaden. Erhöht die Reichweite des AR-Scanners, um weiter entfernte Objekte und Gegner anzuzeigen. Das finde ich toll hier. Diesen Gelbholster. Das können wir nehmen. Dann, was ist das hier? Ach so. Wir können ja alle drei nehmen. Fertigkeiten. Wir haben ja Stufe 3. Was nehmen wir jetzt? Gefahren. So ein Netzgriff schlägt Gegner beim Hochziehen nieder und räumt den unmittelbaren Bereich. Erhöht die Reichweite des Lower Takedowns. Halte Dreieckstaste gedrückt, um Gegner kleine Waffen wie Pistolen und Stücke aus den Händen zu reißen. Das ist nicht schlecht. Das nehme ich. Und später investieren wir in was anderes. Ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen zurück und holen uns diesen Rucksack hier erstmal. Und dann auf dem Weg dahin werden wir hier diese zwei Türme freischalten. Türme. So, das heißt, der Rucksack ist da. Da sind wir ja gleich bei ihm. Okay, dann helfen wir erstmal da. Wer will ein Foto? Spider-Man, hol ihn dir! Lass ihn nicht runter, Spider-Man! Schaut doch runter! Dem bist du nicht gewachsen! Hier bist du hier weg! Erziele mindestens 10er-Kombo. Achso, was ist das jetzt? Was bringt mir diese Anzugskraft? Fokusleiste voll. Bam! Keine Straßendiebe mehr. Ich liebe Happy Ends. So, das haben wir. Ach so, zum Rucksack, gell? Beim Meatpacking District wurde ein Vorfall gemeldet. Ja, der muss jetzt mal kurz warten. Ich will nur den Rucksack. Klassischer Netzschießer. Hey, meine Mark One Netzschießer. Ich habe die Speicherkapazität seit damals stark verbessern können, aber das Design ist das gleiche. Ja, ein paar Rucksäcke haben wir schon gefunden. Fisk, Versteck, untersuche die Baustelle. Das ist unsere Hauptmission.
Aber erstmal hier noch. Wir behalten uns vor, die Bedienung zu verweigern und jegliche kriminelle K.O. zu schlagen. Wie auf dem Schild vermerkt. Ah! Dass die sich selbst nicht erschießen können. Pam! Völlig abgedreht, einen Laden in der Stadt auszurauben, die von Spider-Man beschützt wird. So, jetzt warte mal. Wir wollen eben erstmal dahin. Vielleicht besser, wenn ich nicht hier bin, wenn die Grüße von Kingpin. Holen wir uns mal, machen wir die nächsten Türme frei, sodass die Map freigeschaltet wird, weiterhin. Dass unser Fokus ein bisschen weiter reicht. Warte mal, wo ist es? Da oben. Und jetzt rennen wir mal die Wand hoch. Und da ist schon unser Turm. Ich finde das Spiel so geil. So, jetzt wieder Greenwich. 2 von 3 Türmen aktiviert. Und da unten passiert wieder etwas. So, Verbrechern auf der Spur. Hallöchen, Jungs. So. So. Ich hoffe, das hat wehgetan. Ja, jetzt schmeiße ich das noch auf mich selbst. Ah, Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment, was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Hä, was war das? Ich hätte da eine Geschäftsidee. Oh yeah, das ist es. Das war jetzt nicht schlecht. Aha, da haben wir wieder Rucksäcke. Können Sie auch gleich nehmen. Bevor wir uns zu dieser Baustelle oder zum nächsten Turm noch erst bewegen. Ich habe ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich will in dem Spiel alles versuchen zu sammeln. Officer, bitte melden. Wo ist dieser Rucksack? Da. Auf der anderen Seite. Pizza-Lieferantenhut. Ich dachte, mit Netzschwingen liefert man Pizzas schneller aus. Und das ist auch so. Schnell und zerquetscht. Das. Diese Sachen, die tun uns schon viel verraten über die Geschichte. Hey, ich hätte deine Geschichte. Bringst du meiner Oma mal? Hä? Was? Ich habe gedacht, die wollen was sagen. Ziemlich viele Verbrechen passieren hier, das muss man sagen, gell? Ja, genau. Gegen die Treppe, Peter Parker. Da ist ein Rucksack. Armnetze. Unterarmnetze. Ich dachte, ich könnte auf kurze Entfernung schneller gleiten. Aber sie haben nie richtig funktioniert. Sahen aber cool aus. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Die gab es ja schon
Solche Unterarmnetze gab es ja schon im Sp- um Einbruch kümmern. Bitte Einheit nach Flatiron. Over. Spider-Man 2 für die PlayStation 1 damals. So, hier. Wenn es uns nichts anzeigt, von wegen irgendwelche Verbrechen, dann... Meine treuen Zuhörer, Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer, erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Brieftaube. Also wurde unser Steuergeld verschwendet für so gut wie nichts. Und sowas nennt man dann in der echten Welt wohl ein Happy End, Leute. Der Jameson labert. Greenwich, Abdeckung abgeschlossen. Da hätten wir es. Da gibt es einen Rucksack. Warte mal. Hier ein. Ah ja, den nehmen wir. Das ist ja gleich erledigt. Hi. Da ist der. Selfie! Komisch. Meine Höhenangst ist geblieben, als ich meine Kräfte bekam. Ich musste erst an die Spitze des Empire State Buildings klettern. Ja, Peter Parker hatte mal Höhenangst. Besiege die Schläger. Wo sind sie? Die sind da oben irgendwo. Der Drogenhandel ist nach Fisk aggressiver geworden. Muss ihn ausradieren. Spider-Man! Versteckt die Ware! Oh, ihr seid wie kleine Kingpin-Azubis. So süß. Also, ihr kleinen Kingpin-Azubis. Erledigt? Fisk hatte diese Möchtegern-Pusher im Griff. Moment. Nehmen wir jetzt den Rucksack. Was ist das für ein Gefühl? Sollte ich ihn vermissen? Nein. Diese Kommentare von ihm, die sind ja wahnsinnig. Auch für diesen Humor liebe ich Spider-Man. Halt! Halt! Den habe ich ja gesehen. Alle Einheiten. Ein Fahrzeug. Sag mal. Der Ort ist north of Houston. Over. Neues Profil, ey. Oscorp Besucherpass. Ausweis von Oscorp, als ich mich vorgestellt habe. Die hätten gut bezahlt. Aber bei Dr. Octavius hatte ich die Chance, wirklich etwas zu bewegen. Ja, das haben wir bei Dr. Octavius, so wie es aussieht. So, dann gehen wir mal zu unserem Ziel. Yuri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Öffne die Geräteseite mit diesem Touchpad. Mit den Plänen von Otto kannst du jetzt das Aufprallnetz herstellen. Halte X gedrückt, um das Aufprallnetz herzustellen. Also mach mal. Leistungsstarker Netzschuss, der Gegner sofort einspinnt. Schalte neue Geräte mit Marken frei oder mit Teilen, die du in Missionen findest. Du kannst die einzelnen Geräte mit Marken verbessern, verdiene Marken, indem du Nebenmissionen Aktivitäten in der ganzen Stadt abschließt. Das wissen wir ja. Wow. Okay. Das könnte funktionieren. Mal sehen.
ich nicht lesen. Aufprallnetz und Netzschießer. Okay, nehmen wir Aufprallnetz. Unglaublich! Doc wäre stolz. Schalte die Feindpatrouillen aus. Warte mal. Ich dachte, der Boss hat ihn mal umgebracht. Vielleicht hat er das. Lenny sagt, es gibt mehr als einen Spider-Man. Ist er bloß... Oh nein, er ist hier. Oh nein. Da hat sich was bewegt. Hey, da ist er! Na Jungs. Wow. Du willst mehr? Junge. Die wollen mich veräppeln, oder? Okay, wir sind vorbereitet. Na, darauf warst du nicht vorbereitet. Boah. Noch mehr von denen. Die dritte Welle, ich glaube, wäre ich geschlichen, wenn ich sie von... Spider-Man, wir haben 4 illegale Waffenhändler im Radius von 3 Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Ich glaube, ich hätte sie so ausschalten können, beziehungsweise ich hätte bestimmt da nicht so viele Wellen ausgelöst. Boah. Aufprallnetz. Schwärmt aus. Wo sind die Jungs? So, heilen, vorsichtshalber. Wow. So, an die Wand, du Affe. So, wo sind hier die nächsten? Wow, 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 wow. Der hat von da oben geschossen, okay? Diesen Mist. So, war schneller. Hau ab. Ja, ja, das wissen wir schon. Verflixt. Ja, aber. Der Boss lässt grüßen. Oh, hey, mehr Typen. Willkommen zur Party. Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Das ist die 5. von 6 Wellen.
Na, wie viele Wellen gibt's denn da noch? Wow. Vielleicht hätte ich's. Belassen sollen. Will jemand aufgeben? Nein? So, die letzte Welle. Keine Chance, Kumpel! Fest, mach das weg! Schlag ihn nieder! Wow, 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 wow. Mach das Zeug von mir ab. Na, komm schon. Wow. Nein, 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 nein. Da, hab ich auf Schmerzen gefasst. Da, wie viele gibt's denn noch von euch? Der. So, jetzt abgeschlossen. Puh, Gott sei Dank. Huh. Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Vielen lieben Dank, gell? Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Schließe weitere Fisk-Verstecke in der ganzen Stadt ab, um mehr Basismarken zu verdienen. Da haben wir ja ein Fisk-Versteck. Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Eine tiefe Nachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Ich weiß schon, womit ich anfange. Begib dich zum Aussichtspunkt. Wo? Sag ich mal, Rucksäcke. 6 von 6 haben wir in diesem Bezirk. Hier haben wir 3 von 9. Ah, da ist ja noch. Gibt es hier eigentlich Schnellreise? Wegpunkt. Social Feed. Social Feed. Meine Katzen sitzen auf einem Baum fest. Kannst du helfen? Guck mal, da gibt es ja Schlägerverbrechen. Boah, da haben wir schon irgendwas zu tun. Schade nur, dass es immer dieselben Missionen sind. So, und hier jetzt noch Schwungtritt. Das wollte ich noch nehmen. Kosten 1, ich habe 2. Ist jetzt in der Moves-Liste zu finden. Halte für einen Schwungtritt in der Luft Rechteck-Taste gedrückt und lass die Gegner fliegen. Und dann haben wir hier Schnellschwung. Luftangriffe fügen zusätzlichen Schaden zu und generieren mehr Fokus. Halte gedrückt und drücke in eine Richtung, um Lufttricks auszuüben. Ach so. Nee, nehmen wir mal das. Luftangriffe fügen zusätzlichen Schaden zu und generieren mehr Fokus. So, es wird Zeit, dass wir hier mal einen schönen Aussichtspunkt nehmen. Und da ist unser Ziel. Da gehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.